Wir haben in Deutschland zunächst ein staatlich organisiertes Rentensystem, das Anfang 2000 durch ein privates ergänzt wurde. Und das wird im Wesentlichen durch die Politik reguliert oder gesteuert. Und je nachdem, wie hoch die Rente sein soll, wie die Berechnungsverfahren sind, das wird alles politisch entschieden. Und insofern haben wir ein staatliches Rentensystem, das im Umlageverfahren finanziert wird. Der Generationenvertrag ist eine Bezeichnung oder eine Formel dafür, dass die jetzt erwerbstätige Generation mit ihren Beiträgen einsteht für die nicht mehr erwerbstätigen Generationen, das heißt für die gegenwärtigen Rentnerinnen und Rentner. Und die gegenseitigen Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, das nennt man Generationenvertrag. Das ist kein formeller Vertrag, sondern der ist politisch gestaltet, weil die Politik immer in bestimmte Größen interveniert. Aber dass die Erwerbstätigen für die nicht mehr Erwerbstätigen einstehen, das meint der Begriff Generationenvertrag.